Der Name dieses Mädchens ist Ellen. Sie ist weder reich noch beliebt, aber sie lernt gerne und viel. Ich sollte es mitnehmen. Und das ist der reiche Jet. Gut, dass ich den größten Rucksack habe. Ich kann nicht ohne meine ganzen Bücher auskommen. Dann bin ich bereit für den Test. Und das lese ich auch noch. Das ist besser. Es ist schön, Bedienstete zu haben. Da ist auch noch die Hälfte. Was könnte mehr Spaß machen, als den Berg des Wissens zu erklimmen? Möchtest du Sushi? Oh nein, ich möchte Espresso. Oh, ich glaube, ich habe alles. Jetzt muss ich noch den Reißverschluss schließen. Oh, phew, ich hab's geschafft. Ah, oh, mein Lieblingsparfüm mit Luxusduft. Gib mir das. Ich hätte fast mein wichtigstes und wertvollstes Buch zu Hause vergessen. Das sollte ich unbedingt holen. Aber wo soll ich es hinstellen? In meinem Rucksack ist kein Platz mehr. Oh, ich weiß. Ah, tut mir leid, liebes Buch. Tut mir sehr leid. Oh nein. Haben die Diener schon alles eingepackt, was ich brauche? Es ist Zeit zu gehen. Das Buch ist das perfekte Versteck für ein kleineres Buch. Hier ist es sicher. Jetzt bin ich bereit. Ich hab gern so einen schönen Lippenstift. Oh, er ist schon da. Hey Jet, hast du es gesehen? Er hat die Richtung geschaut. Jets Auftreten am College sorgt jedes Mal für Furore. Er hat seinen eigenen Fanclub, der bereit ist, seine Sachen zu tragen. Wow, die Muskeln. Gib mir sein Hemd. Hey, ich will auch. Jet ist so gut aussehend, genau wie Apollo, wenn er mich nur fragen würde. Albert Einstein hat einen enormen Beitrag zur Physik geleistet. Hau ab, Nerd. Das interessiert niemanden. Warum sollte man von einem alten Mann hören, wenn es ihn gibt? Ich habe Millionen Follower auf TikTok. Ein Häkchen auf Instagram. Wow, sogar Zertifikate, um das zu beweisen. Wie kann man denn ein echtes Genie einen alten Kerl nennen? Die verstehen doch gar nichts. Gib mir die Geldkanone. Komm, her. Bargeld. Es ist nicht meine Schuld, dass Lehrer zu wenig bekommen. Was tun die Leute nicht alles fürs Rampenlicht? Warum sind sie so auf Geld und Beliebtheit und soziale Medien fixiert? Das ist doch überhaupt nicht wichtig. Wenn ich ihn ansehe, bekomme ich Schmetterlinge im Bauch. Ich wünschte, er würde mir Aufmerksamkeit schenken. Der Physikunterricht war so langweilig. Einfach ein Albtraum. Oh nein, niemand darf mein Buch sehen. Jet, was denkst du? Ich bin fast eingeschlafen. Oh, ich habe mein Mathebuch vergessen. Kannst du mir deins leihen? Ich brauche eins. Klar, hier. Danke. Oh, da ist was drin. Das ist meins. Gib zurück. Was würdest du tun an meiner Stelle? Hier kommt meine Lösung. Ellen ist eindeutig entschlossen, ihr Geheimnis zu bewahren. Das war knapp. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie die Jungs reagieren würden, wenn sie mein kleines Buch sehen. Aber im Grunde habe ich Dad geholfen. Ach, wie wäre mein Leben verlaufen, wenn er mich auch lieben würde? Darling, du wirst jeden mit deinem tollen Aussehen umhauen. Keiner kann sich mit dir vergleichen. Danke. Oh, zum Glück habe ich dich. Wow, was für eine schöne Aussicht auf die Berge. Gut, dass ich mein eigenes Privatflugzeug habe. Ja. Ich habe dir einen Cocktail mitgebracht. Danke. Er wurde von einem besten Barkeeper auf der Insel gemacht. Ich erfülle dir jeden Wunsch. Oh, sieh mal, Delfine. Das ist das erste Mal, dass ich sie lebend sehe. Wow. Ich bin glücklich. Ich fühle mich wie in einem Traum. Oh, Wasser im Ozean. Sollen wir gleich schwimmen gehen? Oh. Du schwimmst zu Hause, aber jetzt wach auf und mach das Zimmer frei. Du sitzt auf meinem Eimer und ich muss arbeiten. Also komm schon. Oh, tut mir leid. Denk dran, Lernen erfordert Konzentration und die Kunst des Singens ist keine Ausnahme. Fangen wir also an. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Hey, hier ist Jet. Habt ihr die Streams vermisst? Nun, lass uns das neue Lied lernen. Das habe ich vorbereitet. Oh, Geister? Oh. Oh nein, dem Smartphone ist der Strom ausgegangen. Ich habe Angst vor der Dunkelheit. Keine Sorge, ich habe eine Taschenlampe.
Der Nerd ist Elektriker? Gib mir mal den Rucksack. Ugh. Während die anderen Mädchen beim Cheerleading waren, besuchte Ellen den Young Physistics Club. Und aus dem guten Grund, das Wissen dort rettet alle. Erledigt, jetzt ist es nur noch eine Frage der Zeit. Oh, nicht mehr lange. Keine Sorge, es kommt gleich wieder. Och, na endlich. Da fühle ich mich doch gleich sicherer. Oh, mein Smartphone wird aufgeladen. Gut. Oh, das war doch nicht schwer. Nur Wissen und Sport. Ellen hat uns geholfen. Jetzt kann ich den Strom wieder anstellen. Hey, mach weiter so. Du kannst hier die Pedale treten. Oh, Jet hat mir ein Kompliment gemacht. Ich kann's nicht glauben. Aber ich bin müde. Und hier sind die Folgen davon, dass Ellen mehr Zeit beim Lesen mit Büchern verbringt. Hey, du Ärmste, warum hast du aufgehört? Wir brauchen Licht. Ja, es ist eigentlich so schwer, ein bisschen was für uns zu machen. Ich verschnaufe nur kurz. Dann mache ich weiter. Wenn du so weitermachst, dann wird es nichts. Ich muss für Jet stark sein. Ja, ich tue es aus Liebe. Ein liebeskrankes Mädchen ist zu allen Opfern bereit. Oh toll, das Smartphone ist aufgeladen. Lass uns in die Cafeteria gehen, okay? Was? Nein, warte, was ist mit den Geschichten? Komm schon, schlag härter zu. Zeig deine Wut und Kraft. Stell dir vor, jemand zerreißt dein Chemiebuch. Ja, genau. Ups, tut mir leid, ich habe mich hinreißen lassen. Ha, das war zu einfach. Hier was Schwereres. Er ist so stark und cool. 25, 26. Uff, ich brauche jetzt doch eine Pause. Du hast es verdient. Das hast du gut gemacht. Wie gefallen dir meine Muskeln? Die coolsten, die ich je sah. Ja, ich weiß schon. Da ich jeden Tag 3 Stunden trainiere, habe ich nicht nur am Bauch, sondern auch am Fuß Muskeln. Oh, wow. Siehst du? Das wusste ich gar nicht, dass es möglich ist. Sei vorsichtig. Wow, Jet hat 6 Zehen. Ich möchte dir auch was zeigen. Ich wusste schon immer, dass Jet cool ist, aber so cool? Hey Leute, schaut mal her. Mein Fuß sieht aus wie der von Jet. 1, 2, 3, 4, 5, 6? 6 Zehen? Was für eine Ähnlichkeit. Die beiden kommen zwar aus verschiedenen Welten, aber sie haben etwas gemeinsam. Wow. Alles klar. Kein Wachmann am Horizont. Wir sollten ein Fenster öffnen, dann kommen wir rein. Oh, wer sind diese Mädchen und was haben sie vor? Nachts ist es an der Uni noch schlimmer als tagsüber. Genug geredet. Lass uns die Antworten für den morgigen Geometrietest finden. Alles steht auf dem Spiel. Wenn ich ein Lehrer wäre, wo würde ich es verstecken? Da ist nichts. Oh, oh, toll, lass es verschwinden. Ja, wir haben garantiert perfekte Punkte. Warte, ich bin zu nervös. Ich muss Luft holen. Beeil dich, wir können nicht so lange bleiben. Oh nein, der Alarm ist losgegangen. Wir konnten die Antworten nicht mitnehmen. Oh, wir müssen es verstecken. Leg sie ins Schließfach, okay? Was ist das? Die Antworten auf den Test? Was machen die hier? Ich verstehe es nicht. Ich habe die gleiche Situation. Ich kann es nicht erklären, wie sie hier sind. Seltsam. Was sehe ich denn da? Die Verbrecher haben sich entblößt. Ah, Emily. Was? Ups, wir sollten so schnell wie möglich verschwinden. Also wart ihr es, die sich nachts ins College geschlichen haben? Nein, das waren wir nicht. Hört auf zu lügen. Ihr seid beide verhaftet. Ihr hättet euch besser vorbereiten sollen. Ich hoffe, du magst deine neuen Klamotten. Oh, nur ein Scherz. Warum ist die Brille weg? Ich kann nichts sehen. Mach dir keine Sorge, wir haben eine andere. Ich kann nicht glauben, dass wir im Knast sind. Jemand hat uns reingelegt. Kommt rein, fühlt euch wie zu Hause. Es ist nicht unsere Schuld. Wollt ihr wissen, was mit Ellen und Jet in Zukunft passiert? Wenn ihr 2000 Kommentare hinterlasst, werden wir den Teil 2 veröffentlichen. Wenigstens sind wir zusammen. Das macht mich glücklich. Mich auch.
Tschüss.